eher lässiger sein. Ja, okay. Hi, ich bin Michael. Hi, ich bin Tom. Ich arbeite bei Lehner Maschinenbau, bin in der Entwicklung tätig. Geschäftsführer der Lehner Maschinenbau GmbH. Bei dem Gerät bin ich für Konstruktion, Prototypenbau und Feldversuche tätig. Ja, war mein erster Streuer, wo ich hier im Hause produziert habe. Waren übrigens auch mehrere tausend. Und schau, ob das Ding auch läuft. Das ist unser Super Vario, super wie er schon sagt. Und Vario, weil er variabel ist. Den Streuer gibt es mittlerweile seit über 25 Jahren. Über 45.000 Mal auf dem Markt, das Ganze weltweit. Grob gesagt, das Material rieselt runter, der Streuteller verteilt's. Das erschlägt alles. Den Streuer kann man entweder vorne oder hinten anbauen. Wir haben 70, 110, 170 Liter. Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Schneckenkorn, Gräser, Zwischenfrüchte. Eigentlich alles, was durchs Loch passt. Ja, ich habe beim Super Vario unterschiedliche Arbeitsbreiten. Das Schöne ist, ich kann das Ganze stufenlos einstellen. Gräser bis 6 Meter, Zwischenfrüchte bis 15, Schneckenkorn bis 24. 24 Meter ist schon eine Hausnummer, wenn man es sauber verteilen kann. Und das können wir hier mit unserem Baby. Zusätzlich hat man nur den Vorteil, dass man zwei Arbeitsgänge kombinieren kann. Das heißt, ich kann während der Fahrt zum Beispiel Grassamen streuen, habe hinten eine Walze, sodass ich vorne streue und hinten das Ganze anwalze. Wir können hier kombinieren mit verschiedenen Geräten. Striegel, Schleppe, Walze, Scheibenegge, Pflug, Grubber. Oder auf dem Quad, selbst am Pickup, ist alles möglich. Einzigartig macht ihn eigentlich das, dass er rein auf 12 Volt Basis läuft. Das heißt, man kauft das Gerät, schließt es an und kann loslegen. Ach, den Streuer kann man problemlos alleine anbauen. Das sollte man schaffen. Man macht die Gerätedreieckshalterung hin, schließt Bedienteil an, dreipolige Stecker rein und fertig. Weniger das IKEA-Prinzip, sondern direkt loslegen. Bei der Steuerung war uns wichtig, dass es sehr, sehr anwenderfreundlich ist. Also studiert haben muss man nicht. Das kann jeder, der auch zwei linke Hände hat. Wir müssen nicht absteigen, wir können alles von der Kabine aus regeln. Einmal die Streubreite über die Drehzahl. Dann kann ich auch stufenlos die Ausbringmenge verändern. Das heißt eigentlich auf gut Deutsch, wie viel und wie weit funktioniert. Ja. Und der Lehrmelder sagt uns sogar, wenn wir nachfüllen müssen. Dass im Endeffekt unten auch immer was rauskommt, haben wir ein Rührwerk, wo immer für kontinuierlichen Nachfluss sorgt. Einmal für Zwischenfrüchte und Schneckenkorn. Hier habe ich nur einen Spannstift verbaut. Wir haben aber standardmäßig im Lieferumfang noch einen zweiten Finger dabei. Bei Gräser brauche ich zwei Spannstifte. Der räumt dann da außen rum und zieht das Material dann einfach mit. Ja, der Deckel ist für die Restentleerung, falls man doch noch Mengen drin hat, die man vom Saatgut oder Schneckenkorn nicht mehr braucht. Kann ich unten aufdrehen, Material läuft raus. Dass man die wieder zurückpacken kann. Mein Streuer ist leer, sauber, ich kann ihn reinigen, deshalb die Restentleerung. Bei Lehner bekommt man eigentlich ein rundum sorglos Paket. On top haben wir serienmäßig verbaut unser Entlastungsdach, wo den Druck vom Material aufs Rührwerk wegnimmt. Vorteil ist, dass ich keine stehende Maschine habe. Oh, halt schon auf Schwäbisch. Wo ist der Michel? Wo ist der Schwab? Wie sagt man's? Man weiß einfach, wenn ich mit einem Lehner-Streuer aufs Feld fahre, dass ich am Ende des Tages wieder zufrieden nach Hause komme. Es ist ein Lehner-Streuer, das ist immer was anderes. Ich würde sagen, jetzt kaufst du den Lehner-Streuer, da weißt du, was du hast und das ist immer eine gute Wahl. Jetzt lass die mal weiter schaffen im Lager. Tom, der Streuer, test er vorher, bevor man kauft. Gerne vorbeischauen, wir haben einen tollen Showroom, wo wir gerne auch die Maschine live vorführen. Natürlich ohne Streumaterial.